Hallo meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Deponia. So, wir stecken hier auf der, keine Ahnung, wo wir hier sind, fest und haben nur die geladene Armbrust und unsere Schlüssel für die Zeitmaschine, wobei die Zeitmaschine nicht durch dieses Portal kommt. Wir probieren einfach mal irgendwas mit dieser Armbrust aus. Ich glaube eher weniger, dass es funktionieren wird. Also ich hoffe, dass es hier nicht funktionieren wird. Aber wir versuchen es einfach mal. Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Stillstand so. Ist Rückschritt. Stimmt, da war ja ein Waffenstillstand. Um diesen Schaden zu reparieren, braucht es schon ein bisschen mehr. Ein Schimmer davon, wie das Teil funktioniert, wäre schon mal ein Anfang. Ja, das wäre schon mal ganz gut, glaube ich. Oh. Ha, das hat ja mal gar nichts bewirkt. Das ist schade. Das ist zu weit weg. Ja. Und wenn wir dahin dackeln. Das ist zu weit weg. Okay, das ist schade. So. Warte. Wir nehmen die nochmal und schießen die Lache ab, worauf? Keine Ahnung. Stimmt. Das würde sich gut als Pfeilgift machen. Oh. Als Pfeilgift? Zeitreisender Wedding Planner Temporaler Hackenshot. Temporaler. Oh, das war nicht. Tachyon-Armbrust. Okay. Sei so gut und halte dich an den. Das ist zu weit weg. Das letzte Mal. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Ja. Um diesen Schaden zu reparieren, braucht es schon ein bisschen mehr. Ein Schimmer davon, wie das Teil funktioniert. Okay. Er geht schon wieder? Na, dann wollen wir mal. Ah. Treffer. Ah, okay. Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert. Also machen wir mit den Pfeilen anscheinend Portale größer, die wir sichtbar gemacht haben. Auch cool. Ja, oh. Hier ist ja alles kaputt. War ich so lange weg? Was ist hier denn los? Ja. Nee. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Wer sind die beiden? Dieser Ring hat mir bislang nichts als Ärger bereitet. Hey, das ist der Einhornring. Aber wer sind die beiden? Wenn das Rita ist, dann war das an der Hochzeit wirklich nicht Rita. Aber wer war das denn? Rita? Rita, du lebst! Also noch ein bisschen. Aber wer liegt denn da hinten bei Rocco? Na, wer schon? Das ist diese saubere Gold. Oh mein Gott, was? Das kann nicht sein! Und das darf auch nicht sein! Und überhaupt, der sollte doch dich heiraten! Das hättest du ihm vielleicht damals sagen sollen. Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte. Aber das hieße ja, Goal ist tot! Alle sind tot. Goal! Ohne die Portale starb hier alles. Ich bin die letzte Überlebende. Aber was ist denn hier los? Das Essen ist alle. Keine Panik, jetzt bin ich ja da. Nettes Angebot, aber so viel ist an dir jetzt auch nicht dran. Ich meine, ich bin da, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du unbedingt was in Ordnung bringen willst, die Jukebox ist kaputt. Ich wünschte, sie würde noch ein letztes Mal spielen. Was ist denn daran kaputt? Da haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen. Nadel. Wir ja doch. Hier welche. Was tust du da? Ich ersetze die Nadel, dachte ich. Mit einem Uhrenzeiger?
Bist du bekloppt? Du zerschrampfst mir noch die ganzen Datasetten. Du meinst, ich brauche eine echte Nadel? Ach, dann kann ich jetzt wohl wieder nach der Nadel im Müllhaufen suchen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir haben ja noch was im Inventar. Vielleicht klappt das. Das haben wir gleich. Ah, das klappt. Okay. Oh, das ist schön. Danke, Rufus. Du hast einer alten Frau die Datasettensammlung ruiniert. Gut gemacht. Bitte. Ups. Das war quasi gewollt. Da kommen wir nicht mehr hin, da kommen wir nicht mehr hin. Wo waren... Ah! Hallöchen. Oh, warte. Oh ne, ich dachte, wir hätten da noch reingehen können. Können wir hier wirklich nur... Oh. Da bin ich rausgetappt. Ups. So. Da bin ich wieder drin. Schade, dass wir hier nirgendwo mehr rein können. Aber hier ist ein Portal. Können wir da so durch? Oh! Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo! Hä, wo sind wir denn hier? Und warum? Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Na, so lange ist es auch noch nicht her. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Ach, die... Ach. Okay. 4D-Brille. Die brauche ich dringender als er. Wofür? Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Ja. Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Sind sie das nicht? Können wir da ranschießen? Ha! Ein Profi wie ich überreist sogleich. Diese Nupsis erfordern ein spezielles Werkzeug. Einen Nupsilator. Genau. Er wüsste bestimmt, was jetzt zu tun ist. Dafür brauche ich nur und immer... Ja. Das Bot. Bei dem sehe ich nicht viel Potenzial. Bei dem sehe ich nicht viel Potenzial. Hä? Ah, da oben. Huch. Ah, das fällt natürlich sofort wieder in die Armbrust. Das macht alles komplett Sinn. Tschup, tschup, tschup. Und wieder reingefallen. Oh nein, oh. So ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Aber seine Manteltasche ist doch unsere Manteltasche, oder etwa nicht? Wie kann man das machen? Oder? Ja. Oh, das war gerade ein bisschen lauter als gedacht. Dosenkonserven. Du bist, was du isst. Demnach wäre McChronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Genau. Können wir mit denen irgendwas machen? Das ist nicht der Schlüssel zur Lösung all meiner Probleme. Oh. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Ich brauche keine 4D-Brille, um zu erkennen. Ja. Du hast auch immer Sachen drauf. Keine Ahnung. Rita, rede mit mir bitte. Was ist hier passiert? Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Ich dachte, an mir wäre nichts drin. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest... Nachher. Mittagsangebot? Reden die übers Essen oder wie? Ach, die hatte ja nichts mehr zu essen, ne? Hier. Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Iss nur. Du bist noch jung und musst bei Kräften bleiben. Zeig mal deinen Finger. Iss nur. Iss, mein Kind. Rita, du bist irgendwie sehr komisch. Können wir damit das Heile machen? Oh! Eine Bohne. Ich habe eine Bohne aus der ganzen Dose rausbekommen. Das ist doch nicht wirklich deren Ernst.
Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Ist nur, du bist noch... Zeig mal. Ja. Da ist keine Musik drin. Das ist schade. Ich kenne nur ein einziges Tor, das man damit aufbekommt. Welches? Können wir das da durchschmeißen? Aber dann würde es ja nur zurückgehen. Warte mal, was machen wir denn mit der hier eigentlich? Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Variiert die Kinoeintrittspreise. Okay. Nichts Neues zu erkennen. Oh, okay. Warte mal, dann schauen wir mal bei Rita, ob die da irgendwo ein Portal hat. Das wäre ja ganz praktisch. Nichts Neues zu erkennen. Schade. Haben wir hier ein weiteres Portal? Aha, ich sehe Potenzial. Echt? Wo? Oh, da. Okay. Können wir das groß machen? Ah, gut. Schön, dass es hier angezeigt wird, aber da ist es eigentlich. Jups. Das Portal, das in Macronicles Labor führt. Oh, da sind wir rausgeplumpst. Warte, dann müsste das doch hier zu sehen sein, oder? Oder ist es das hier? Oh, Ton ausgeschaltet? Warte. Ah. Auch lustig. Cool. Also das hatten wir, glaube ich, gerade schon mal, oder? Nichts Neues. Ja, ich weiß. So. Das Portal ist schon offen. Ach ja, ja, genau. Das Portal war schon offen. Und jetzt? Oh, okay. Schmeißen wir die Brune da durch? Zur Einweihung etwas Saatgut für seinen Gemüsegarten. Aber wo fällt das denn dann hin? Wir haben doch keinen Gemüsegarten angelegt. Da bin ich aber jetzt mal gespannt, wo das hinläuft. Oh! Oh! Bohnenranke! Ab zu den Riesen! Herr Rufus, endlich! Wir hatten schon gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur, in der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Wir haben sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben sie gewechselt. Ich selbst war nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Gohl, McChronicle und Drüsenunfall? Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisen, richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren, oder? Ja. Ich gehe nicht, bevor ich weiß, wie ich in die richtige Zeit zurückkomme. Hallo? Können wir das größer machen? Nein? Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Was sind das für Dinger? Das sind Tachyonventile. Ach ja? Und warum sind die mir vorher nicht aufgefallen? Keine Ahnung. Müssten sie vielleicht eine Brille tragen? Herrje, du klingst schon wie mein Optiker. Okay. Sprechen wir mit denen mal. Denk nach. Wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich ihn durchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin.
wo Drüsbert durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerd-Gefasel übersetzen? Schön, dass du sie verstehst, so wahrscheinlich. Ja. Da gibt's nur noch ein Problem. Das Portal ist zu klein. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch warum. Die Tachyon-Ventile sind nicht weit genug aufgedreht. Hier, nehmen Sie meinen Tachyon-Ventil-Schlüssel. Nein, was? Damit sollte es gehen. Danke. Warum hat er mir das nicht schwer? Okay, auf geht's. Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Aber Herr Rufus, Sie müssen... Warte. Wir gehen zuerst Wünsch zurück. Mir Glück. Beeilen Sie sich. Mit jeder Sekunde, die Sie außerhalb der Zwischenzeit verbringen, ist vorhin auch wieder Zeit vergangen. Okay, und jetzt schauen wir hier mit da rein. Denn so? Herr Rufus? Aber Sie sind doch gerade erst durch das Portal gesprungen. Ja, und? Ist doch logisch. Sag mal, passt ihr nicht auf? Naja, so logisch ist das jetzt nicht. Haben wir den wieder? Nein, haben wir natürlich nicht. Dann pumpen wir mal. So. Sehr schön. Das sind wir. Ich bin wieder in Paradox City. Aber zu welcher Zeit? Hochzeit! Oh nein! Sie hat bereits angefangen. Los, mach schnell! Stopp die Hochzeit! Rufus! Das ist wirklich Goal. Ich hole mein Mädchen zurück. Das ist doch... Dein Mädchen also? Was genau macht mich denn zu deinem Mädchen, ha? Huh? Dass du mich hier hast sitzen lassen? Dass du dann für mehrere Jahre verschwunden bist? Ah, das war doch nicht mit Absicht! Ich würde hier rumsitzen und auf dich warten. Meine Fresse, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Ich kenne dich schon viel länger. Einen Scheiß kennst du. Du meinst die andere Goal. Und auch die hast du sitzen lassen. Sie hat mir alles erzählt. Mag sein, dass ihr damals eine tolle Zeit hattet. Aber ich bin nicht sie. Meine Güte. Du bist ja eifersüchtig. Was? Du verdammter... Goal, warte! Bravo. Warum? Gut gemacht. Warum ich dachte, ist wir sind Freunde. Sauer? Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Außerdem habe ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich. Die Met-Torte wird bereits kalt. Met-Torte? Ich will auch eine Met-Torte. Wo ist denn dann bitte wegen Rita? Hochzeitsvorbereitungen geschlossen. Okay. Hier ist noch alles wie vorher. Okay, Goal. Können wir ja nur mit mir reden. Du, Goal. Hau ab! Kapier endlich! Es ist zu spät für uns. Oh nein! Das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay, ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist Tust du sauer, das? Weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal, nicht! Hier gibt es... Oh, oh. Goal,
hinterher. Halte durch. Ich bin schon unterwegs. Aber wo kommen wir denn da? Bei der Zeit. Na klar. Da sind wir ja auch vorhin mit dem... Hey da, wo ist das Timepod? Timepod? Oh, ja, das ist ja super. Wieder zurückkommen. Gut, die haben die Pfeile noch. Das ist wenigstens was. Du Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich sagte, ich rede nicht mit dir. Dann müssen wir eben schweigend einen Weg zurück in die Zwischenzeit finden. Hm? Wer spricht da? Du Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Ich könnte hier ein bisschen... Ah, okay, gut. Das wiederholt sich dann wieder. Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Deiner Hilfe Braut? Gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht seine Braut bin? Nur das macht ihr zwei Turteltauben mal besser unter euch aus. Ich finde das so toll, wenn er redet. Kannst du meiner Braut... Kannst du diesem... Nur das macht ihr zwei Turteltauben mal besser unter euch aus. Das ist super. So, haben wir denn das Portal da wieder? Aha, ich sehe Potenzial. Ja. Oh. Ich sehe dreifachen Potenzial. Ja. Ich sehe dreifach Potenzial. Das war das richtige Wort? Das war das richtige Wort. Na, dann wollen wir mal. So. Ha, Treffer. Treffer. Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Kommen wir denn da auch durch? Wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Nein, kommen wir nicht. Okay. Kommen wir von hier oben da unten ran. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub Okay. Dann düsen wir zum Berg. Sehr schön. Bevor wir da aber durchgehen, mache ich hier einen kleinen Stopp und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!